Die erste Ausgabe der Sommerbühne 2024 war sehr gut besucht. Auf dem Programm und auf der Bühne im Klosterhof Riesa stand zum Beispiel der Chor des Werner-Heisenberg-Gymnasiums und das Tanzstudio Live. In diesem Jahr ging der Staffelstab des Schirmherrn von Veralpi an das Elbland-Klinikum Riesa. Ohne Unterstützung wäre diese Veranstaltung nicht stemmbar. Ja, also die Zusammenarbeit war eine Anfrage vom Quartendienst, hat mich angefragt, also das Klinikum angefragt und hatten beim ersten Zusammentreffen, hat er das mal mitfallen lassen und haben wir sofort gesagt, da wären wir gerne mit dabei. Und so kam das, war eine relativ spontane Geschichte und wir sind auch froh, dass wir als Schirmer hier zur Verfügung stehen dürfen. Der Verwaltungsdirektor des Klinikums, André Gubsch, weiß, dass Kunst und Kultur wichtig sind als Standortfaktor. Für das lebendige Stadtgeschehen halte ich es für extrem wichtig. Und wir freuen uns natürlich auf das Klinikum mal in einer anderen Setting zu zeigen. Und naja, dadurch, dass wir auch ein großer Arbeitgeber sind, auch was dabei beizutragen, dass sowas auch stattfinden kann. Weil da braucht es Sponsoren. Und das ist natürlich etwas, wo wir dann, wenn wir da was zurückgeben können, dann machen wir das gerne. In den kommenden Monaten werden immer wieder Sommerbühnenabende stattfinden. Der Schirmherr blickt positiv auf die nächsten Ausgaben. Es wird für viele Besucher etwas dabei sein, ob groß oder klein. Also ich glaube, erstmal muss es ein ganz großes Lob gehen an die Organisatoren. Was die im Hintergrund leisten, das habe ich ja nur das erste Mal mitbekommen, das ist unglaublich. Und ich glaube, jeder, der hier auftritt, hat auch die Chance verdient, diese Bühne zu bekommen, egal ob es Kleinstkunst ist oder ob es etwas professioneller gestaltet ist. Ich freue mich auf alle Acts und vielleicht auch sogar auf die Kinder-Acts noch ein bisschen mehr, die dann ja auch zweimal stattfinden. Kultur mit regionalen Akteuren kann funktionieren. Das beweist die Veranstaltungsreihe seit Jahren. Der Klosterinnenhof spielt dabei seine Stärken als Veranstaltungsort aus. Da sind sich Veranstalter und Besucher einig.